Dann begrüße ich Sie hier ganz herzlich im Magazin in der NBSU GmbH und ja, wir haben uns heute hier versammelt, um das Pressegespräch Ausblick auf das Jahr 2018 zu erläutern. Und noch kurz zu mir, mein Name ist Michaela Dick, ich bin für die NBSU GmbH als Pressesprecherin tätig und ich gehe mal kurz den Ablauf durch, wie wir uns das vorgestellt haben. Herr Hebbel, der Aufsichtsratsvorsitzende der NBSU GmbH, den ich ganz herzlich begrüße, wird das Pressegespräch nun eröffnen. Darauf folgen Frau Vera Rottes als Geschäftsführerin der NBSU GmbH. Dann kommt Herr Schönfeld und Herr Lopez de Quintana, beides Prokuristen hier in der Firma. Und meine Wenigkeit dann zum Schluss. Und wir repräsentieren dann heute hier den Ausblick, wie schon gesagt, auf das Jahr 2018. Ich schlage vor, dass wir im Anschluss vielleicht nach der Vorstellung Fragen beantworten, sofern Sie überhaupt noch Fragen haben werden. Und danach können wir auch gerne noch vor der Gesamtperspektive dann ein Foto oder zwei Fotos schießen, wenn erwünscht. Dann würde ich sagen, Herr Hebbel, ich darf Sie nun bitten. Dankeschön, Frau Dick. Ja, guten Morgen zusammen. Ich freue mich, dass wir nach so kurzer Zeit schon wieder hier zusammen sind und Ihnen auch, hoffe ich, einiges an Perspektiven für das Jahr 2018 wieder mit auf den Weg geben dürfen. Vielen Dank auch dafür, dass Sie über dieses Projekt so viel und meistens ja dann auch positiv berichten. Wir haben ja auch meistens gute Nachrichten, das ist ja hoch erfreulich. Ich kann mir dann den Seitenhieb auf andere Großprojekte in der Nachbarschaft nie ersparen und verkneifen. Wir haben also hier kein Kalkwerk, sondern ein wunderbares Projekt, das gut vorangeht. Zum Investoren-Auswahlverfahren haben wir uns ja erst vor kurzem gesehen. Frau Rottes hatte mir gerade hier die Information auch gegeben. Es gibt 22 Interessenten, die inzwischen die Auslobung vom Vergabemarktplatz runtergeladen haben zum Ballungsquartier. Also das Interesse, was wir Ihnen vor 14 Tagen geschildert haben, angedeutet haben, bestätigt sich. Es ist ein interessantes Quartier und hier wird sich ja, das haben wir ja dann auch diskutiert, als wir neulich zusammen waren, dann jetzt die Verschmelzung von Ost und West entscheiden und sie wird auch gelingen und sie muss auch gelingen, denn wir wollen ja nicht etwas Neues neben den Bestand setzen, sondern es soll auch so sein, dass das, was hier neu entsteht, mit dem Bestand verknüpft wird. Und insofern ist es wirklich gut, dass wir nicht nur hier unser Projekt mit all dem, was da an Planen und Bauen drinsteckt, Infrastruktur, Wohnen, Einzelhandel, sondern dass wir das auch gleichzeitig mit einem Stadtteilentwicklungskonzept für den Stadtteil Opladen zusammenbringen. Und von daher hoffe ich sehr und bin eigentlich zuversichtlich, dass es eben gelingt, alt und neu sinnvoll miteinander zu verbinden. Ja, die neue Bahnstadt Opladen GmbH, wir haben eben nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Zu Anfang, als es losging, gab es ja auch noch viel Skepsis. Ich glaube, in den 10 Jahren, die wir in diesem Jahr am 1. März existieren, hat sich die Skepsis einigermaßen gelegt. Jeder sieht, dass hier was Sinnvolles passiert, dass es in Zeit und Kosten präzise eigentlich abgewickelt wird. Und inzwischen ist die Bahnstadt wirklich auch den Bürgern von Opladen angekommen. 10 Jahre neue Bahnstadt, der 1. März ist das Datum. Es wird aber gefeiert dann vor allen Dingen, da wird gleich Frau Dick auch noch ein bisschen mehr an Details Ihnen anbieten, wird gefeiert dann im Rahmen eines Brückenfestes am 2. September. Ja, was soll ich mehr dazu sagen? Im Detail werden das Frau Rottes, Herr Lopez und Herr Schönfeld gleich tun. Ich bin froh, dass wir so weit sind, wie wir heute sind. Im Ostteil ist vieles bereits gelungen, auch teilweise fertiggestellt. Das, was nicht fertiggestellt ist, ist aber kräftig angepackt und auf den Weg gebracht. Ob das nun Kesselhaus oder die große Halle oder die Hochschule
ist oder auch Teile der Infrastruktur, das ist alles auf einem guten Weg. Und es geht jetzt eben darum, die Klammer herzustellen zwischen Ost und West. Und das wird im Jahr 2018 sich entscheiden und dann in den weiteren zwei Jahren oder auch drei dann hoffentlich auch in eine gute Durchführung gehen. Das ist eigentlich das, was ich zu sagen habe. Und dann, Frau Rottes, sind Sie mit einigen Details dann viel präziser. Frau Rottes hat übrigens heute Geburtstag. Ach, oh. Ja, ich habe also Ihre Glückwünsche weiterleiten an Frau Rottes, die dieses Projekt ja hervorragend leitet seit 10 Jahren und einen Riesenanteil daran, dass wir so weit sind. Haben Sie denn da Geschenke? Ein Tröpfchen. Ach, danke. Heißes Wasser für den Tee. Ja, Mensch, die Entwicklung in den letzten 10 Jahren, die war schon so bedeutsam, aber wenn ich auf dieses Luftbild gucke, das selbst schon wieder aus dem letzten Jahr veraltet ist, da ist zwar schon die Baustelle von der TH drauf, aber die aktuelle Baustelle nördlich vom Ärztehaus fehlt auch da. Ich habe auch eben gesagt, wir haben noch nie so eine lange Pressemitteilung gehabt, weil einfach dieses Jahr 2018, es passiert enorm viel bei uns auf dem Gelände, sowohl auf der Ostseite als auch auf der Westseite. Also diese Parallelität in der Entwicklung, in der Intensität hatten wir auch noch nicht gehabt. Und gerade auf der Ostseite sehen die Bürger aber auch, dass es hier nochmal deutlich vorangeht. Wir haben bisher rund 51 Betriebe angesiedelt mit 540 Arbeitsplätzen, was ja schon eine enorme Leistung ist, finde ich. Aber im Moment entstehen noch ganz spannende neue Betriebe und wir stellen fest, dass dieses Thema Bildung eine immer größere Rolle spielt, auch hier für den Standort, weil einmal dieses Institut für Logistik, was sich hier hinten an der Campusallee zurzeit im Bau befindet, wo Menschen weitergebildet werden, auch im IT-Bereich, also Bildung als Schwerpunkt. Die wollen dieses Jahr fertig werden und werden da auch regelmäßig 120 Teilnehmer weiterbilden. Also hier kommen auch immer mehr Menschen auf unser Gelände, die diesen Ort aufsuchen als Weiterbildungsort. Die werden dieses Jahr fertig und die zweite große Baustelle ist jetzt nördlich des Ärztehauses. Und zwar, ganz interessant, baut dort PMC Rail und dieses Luftbild ist total klasse, weil da hinten sieht man Plaza. Plaza war ja eines der ersten Unternehmen, die auch die ganze Gleisinfrastruktur nutzen, auch für die Instandsetzung der Bahnwaggons. Und die haben eine neue Gesellschaft gegründet, PMC Rail, wo im Jahr rund 1000 Menschen ausgebildet werden, auch rund um das Thema Bahntechnik. Und die nochmal betont haben, dieser Standort ist so wichtig, nicht nur weil Plaza vor Ort ist, sondern weil wir hier den Bahnhofladen haben. Dieser Bahnhof entwickelt sich auch immer mehr, nachdem wir anfangs so viele Rubbelstrecken hatten, Aufzug, Rolltreppen, aber auch als wichtiger Anziehungspunkt für solche Betriebe, die hier ihr neues Domizil finden. Und auch PMC Rail wird dieses Jahr noch fertig werden. Ich hoffe jetzt nur, dass uns das Wetter nicht so einen Strich durch die Rechnung macht, wenn man mal draußen im Moment versinkt alles da. Aber wacker bauen sie zurzeit bei PMC Rail, Gott sei Dank ist IAL im Hochbau schon drin, denen macht das dann weniger aus. Zwei wichtige Einrichtungen, die dann noch ergänzt werden von dem Umbau des Werkstättengebäudes, das sieht man jetzt da mit der weißen Plane, die sind noch ehrgeiziger, die wollen jetzt im Mai fertig werden. Und da wissen wir, dass Cube Real Estate seinen Firmensitz hin verlagern wird, was für uns erstmal auch eine große Ehre ist. Die entwickeln nämlich das komplette nördliche Areal der alten Werkshalle. Oben drauf steht ja Werkopladen. Und da planen wir zurzeit gemeinsam mit Cube die Änderung des Bebauungsplanes. Wir haben vor, dazu die frühzeitige Bürgerbeteiligung
noch Mitte des Jahres durchzuführen. Und wenn das wirklich alles gut läuft, dann fangen die vorbereitenden Arbeiten Ende des Jahres ab. Also auch da wird man 2018 viel in Bewegung erleben, aber Planung muss laufen. Wir wollen auch, dass da ein Großteil Wohnen mit entstehen kann. Dazu müssen wir umfangreiche Lärmuntersuchungen durchführen. Wir müssen Fragen der Verkehrserschließung neu sortieren. Also das ist ein sehr, sehr sportliches Anliegen, was die hier vor Ort tätigen. Aber ich muss sagen, das läuft im Moment richtig gut mit dem Lärm. Aber im Bild sehen Sie jetzt auch das Kesselhaus. Herr Lopez betreut dieses. Da sind wir natürlich auch gute Hoffnung, dass wir da auch weiterkommen. Ja, also wir erwarten im ersten Quartal dieses Jahres die Baugenehmigung. Wir haben noch umfangreiche Abstimmungen mit dem Amt für Umwelt und Denkmalschutz, wo auch die Bezirksregierung und der Landschaftsverband Rheinland mit beteiligt sind. Und sobald wir die Baugenehmigung haben, ich habe mit den Architekten gesprochen, brauchen die circa ein halbes Jahr für die Planungsphase. Wir hoffen, dass es Ende dieses Jahres losgeht und dass dieses schöne Projekt im Zentrum der neuen Bahnstadt dann auch in Angriff genommen wird. Da sollten jetzt hin so Mikroapartments und unten Gastronomie oder bin ich da völlig offline? Da ist studentisches Wohnen vorgesehen, in den Obergeschossen, im Erdgeschoss Gewerbe und Gastronomie. Genau, Gastronomie ist ja auch im Kopfgebäude des Bestandsgebäude Werkstättenstraße vorgesehen, ein Kaffeehaus. Wir sitzen ja selber hier, wir freuen uns über jede gastronomische Bereicherung im Moment, aber auch die Bewohner hier. Und selbst unser Portugiese sagt irgendwie, wir haben so einen Andrang, hier muss mehr passieren, dass man ein größeres gastronomisches Angebot hin. Und wo das ist das Kaffeehaus? Das ist das Kopf, das ist der Kopf vom Gebäude Werkstatt. Vielleicht zeigt wo die alte Loge war, also der alte Eingangsbereich zum Werk. Da rechts, das weiße Dach ist, das weiße Dach. Achso, das ist der Kopf. Da, wo der Hungerstreik stattgefunden hat. Da kommt er zu essen, das ist doch schön. Kaffeehaus. Kaffeehaus, genau. Nicht vergessen sollte man noch die Technische Hochschule, die hinter der nördlichen Halle liegt, wo wir ja so ewig drauf gewartet haben. Also Wintersemester 20 soll hier gestartet werden mit dem Schulbetrieb. Wir wissen ja alle, sie sind an anderer Stelle. Wir haben im Moment gute Nachrichten vom Baufortschritt. Bisher wird der Zeitplan eingehalten und ich sage nichts Neues, Sie haben die Berichterstattung auch von der AOK gesehen, alle warten auf die Technische Hochschule, die ja ursprünglich unser Antrieb sein sollte für das gesamte Projekt. Wir sind alle froh, dass wir die Projektentwicklung hier bald so vorantreiben konnten und dass es da keinen Verzug gegeben hat. Das wäre, glaube ich, hier der Worst Case gewesen, wenn es solche Auswirkungen gehabt hätten. Aber viele bauen doch drauf. Das ist natürlich bei Cube der Fall. Und wir haben unten im Gewerbegebiet 3 ganze Grundstücke noch, die wir vermarkten. Da haben wir uns jetzt als Zeitschiene Mitte des Jahres gesetzt. Dann werden wir sozusagen im Osten als NWSO und Stadt Leverkusen komplett durch. Bis zum Ende des Jahres will auch Herr Peschke durch sein. Er hat ja hier vorne die beiden Grundstücke noch. Da entstehen Mietwohnungsbauten, die will er im Bestand halten auch. Das freut uns auch, weil wir dann auch nochmal zu einer stärkeren Mischung kommen. Ne? Zur Sporthalle kann man noch nichts sagen. Ne? Zur Sporthalle erwarten wir eine Zusage des Landes zur Förderung. Da ist die Stadt sehr optimistisch, aber da wird der Oberbürgermeister hoffentlich sehr zeitnah jetzt dieses Thema auch mit Ihnen besprechen wollen. Da liegen ja viele Hoffnungen drauf, dass da die Sporthalle kommt. Das wird aber vorbehalten sein nach meiner separaten Mitteilung. Schon 3 Grundstücke, wenn Frau Dick noch mal zeigen könnte, welche 3 Grundstücke das sind, die noch offen sind. Südlich der Brücke, da.
Wir haben hier ja das Gewerbegebiet. Ne? Hier ist Wallrath, hier gibt es ein Grundstück noch hier oben. Das ist genau unterhalb der Sportstätte, also hier. Da muss ich sagen, da haben wir auch Interessenten schon, aber das ist der Ort, der am meisten auch den Übergang Technische Hochschule zum Gewerbegebiet markiert. Und da wollen wir natürlich auch, dass das nochmal ein guter Bau wird, eine gute Architektur, eine gute Nutzung. Und die beiden anderen sind da hinten an der Bettinger Straße, direkt gegenüber Via Traffic, da ist die Ecke noch frei. Das sind zwei Grundstücke und wie gesagt, das oberste hier. Alle anderen sind vermarktet, über kurz oder lang werden die da auch bauen. Da haben wir nochmal Betriebe aus dem Bereich IT, die wir dort ansiedeln, Immobilienwirtschaft und Werbeagenturen. Alle drei werden über kurz oder lang anfangen mit ihren Bautätigkeiten dort. Das hinten bei Via Traffic, habe ich gesehen, wird von der WFL vermarktet. Das heißt, die drei vermarkten sie alle? Die sind ja eingespannt, sage ich jetzt mal ja. So. WFL ist natürlich Hauptträger auch, weil die diese Vermarktungsaktivitäten über die gängigen Formate und Plattformen erfolgt. Aber mit am Tisch sitzt natürlich immer die Liegenschaft. Die Stadt ist ja Eigentümerin der Grundstücke. Und die NBSO, wir sind sozusagen die Lotsen vor Ort und verknüpfen, sprechen auch Leute an. Also wir drei bringen unsere Kompetenzen gut zusammen, muss ich sagen, und gemeinsam schultern wir die letzte Vermarktung. Und WFL wird die drei Grundstücke jetzt nochmal auf allen Plattformen anbieten, weil wir gesagt haben, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, da auch in den Endspurt zu gehen, dann hätten wir die Ostseite denn aus unserer Sicht durch. Sporthalle selber ist ein Thema, das natürlich die Stadt kontrolliert. Ich muss da nochmal einhaken. Also IT und Werbe und Immobilien, das kommt ist jetzt. Die sind jetzt sozusagen in Schaden und so bauen, die anderen drei Grundstücke sind noch frei, die vermarktet dann sozusagen für die Gemeinde. Wo Sie gerade das Ding da in der Hand haben, das brauche ich Cube, ne? Ja. Was entwickeln die denn? Cube hat gekauft das Gebäude hier an der Bergschiffenstraße. Das ist dieser alte Backsteinbau. Ja. Und wo die jetzt da schon sozusagen Brust dran stehen. Ja. Und die haben ja oben dieses Dach hier so eingerüstet. Mhm. Und Cube selber wird auch hier im Dach den Firmensitz beziehen. Und hier vorne sieht man im Moment, da haben die aus Stahlbeton einen neuen Eingang gebaut. Und das hier vorne wird der Sitz des Kaffeehauses. Und dann ist das, wir nennen das immer alte Werkshalle hier, das entwickelt zurzeit Cube und für den Bereich gibt es die Vorstellung, das sind ungefähr 25.000 Quadratmeter Nutzfläche, dass da eine Viertelung quasi vorgenommen wird. Da wird man wohnen, insbesondere zur lärmruhigen Seite entwickeln. Dienstleistungsbüros hier, wo der alte Würfelbau ist, der bleibt auch stehen. Dann im rückwärtigen Bereich möchten die Halle zur TH stehen lassen, komplett. Und da suchen die jetzt Interessenten für Sport, Gastronomie. Gastronomie fände ich super schön da, weil das eben diese alte Halle ist so schön. Also dann hätte man sozusagen auch eine wunderbare Nachnutzung für diese Halle. Das Parkhaus wird hier entstehen. Die werden komplett die Andienung über die Fakultätsstraße vornehmen und hier den ganzen Bereich hier auch für Fußgänger offen lassen, damit die Fußgänger zur Technischen Hochschule zukünftig über die Werkstättenstraße durch diesen Hangar gehen können. Und das ist eine sehr, sehr schöne Planung von Cube mit uns zusammen, diesen Hangar hier aufzuwerten. Als Fußgängerbereich zur Technischen Hochschule. Aber das Parkhaus machen die auch. Das machen die auch. Das ist hier hinten. Ne? Mhm. Ja. Da haben wir auch noch Pläne von. Ja, da wo wir zweimal saßen, ist dann doch ungefähr. Ja, so ungefähr, also, ja. Die liegen bei mir im Schrank. Ich kann sie ja gleich mal holen. Wenn ihr nochmal die Durchführung holt. Da kann man sehr schön nachputzen. Da sind, glaube ich, alle Entwürfe oder die besten drei sind da bestimmt. Und in dem Kaffeehaus richten Sie Ihr neues Büro an. Ich bin mehr für Brauhäuser.
Kann ich auch, ja. Ja, steht ja im Kesselhaus und in der großen Halle Gastronomie. Also dann sind wir schon gut versorgt. Vielleicht kommt er hier unter den Bäumen von links. Einzelzeichnerwerkstatt, oder? Ja, da gibt es ja auch ein paar Überlegungen, vielleicht auch noch Gastronomie. Ich bin da ein Fan von unter diesen großen Platanen. Das ist im Sommer ein Klima, draußen zu sitzen und Gastronomie zu erleben, das kriegt man mit keinem Sonnenschein. Das ist wirklich toll. Das ist das Bestandsgebäude an der Bernsteinstraße. Ne? Und hier vorne der Kopf, der wird gerade neu gebaut. Da erkennt man eben, zur Zeit haben sie den Beton gegossen. Und hier werden wir Tischchen, das wird hier das Kaffeehaus werden. Und dann haben die, den gesamten Bereich umgeplant. Ja, das ist auch so eine Übersicht. Das ist hier, das kann Alfonso nochmal zeigen. Ja, das ist der Innenbereich. Der Innenbereich. Hier ist Kesselhaus. Und dann teilen die das ganze Gebiet in vier Bereiche. Der Bereich wird vorwiegend Dienstleistung. Das wird Wohnen. Das wird das Parkhaus hier mit einem Boardinghaus davor. Und das wird der Bereich, der stehen bleibt, für Sportgastronomie. Und der Hebel zeigt gerade schon mal die Ansicht. Die lassen also die alten Fassaden. Schon die Ansicht noch ein bisschen. Ne? Und bauen den dahinter neu. Und diese Halle eben bleibt erhalten. Und das wird dann hier eine angenommene Nutzung für Gastronomie. Der Hebel ist Brauhaus. Vielleicht, ja. Oder und das ist eben die solche Elemente bleiben erhalten. Das sind die alten Trägergestelle, die integriert werden sollen. Also geben sich schon sehr, sehr viel Mühe, Altes sichtbar zu erhalten. Natürlich wird alles mit Neuem verbunden. Ne? Also man wird jetzt die alten Halle eben ursprünglich erhalten können, nur zum Teil. Herr Lopez hat gerade noch das... Auch das Bild von dem Kesselhaus, wie es später mal das ist. Das ist der Anbau mit unten der Gastronomie. Und das ist hier halt die Nachbarnsicht. Und was denen wichtig ist, dass sie es komplett durchgängig geöffnet haben. Also es wird durch separate Wege an unsere Grünflächen angeschlossen. Hier würde man gehen jetzt vom Anger hier hinein. Und das soll auch öffentlich bleiben. Also sie wollen jetzt, greifen sich wirklich als Teil der Stadtteilentwicklung mit Zugängen. Und das war auch der Grund von uns, warum wir zugestimmt haben. Sie erkennen hier, diese Halle wird ja abgerissen, es wird eine Wegebeziehung hier. Ne? Ja. Als Kreuzboden. Genau, ja. Ja. Gut. Wie gesagt, da gibt es eine Bürgeranhörung, die jetzt schon mal geplant ist für September, Oktober. Weil wir dafür den Bebauungsplan ändern müssen. Natürlich sind wir auch immer darauf angewiesen, Herr Hebel, dass wir da für die Politik, in der Politik werben, dass es Zustimmung gibt. Aber bis dahin, wie gesagt, muss man auch schwer arbeiten. Es gibt Lernprobleme und auch Themen, wie gehen wir um mit der Einbausubstanz. Also da sind noch viele Dinge zu reden. Denkmal an der Stelle nicht. Ne? Denkmalschutz haben wir in der großen Halle. Wir sind nur im denkmalnahen Bereich. Ja, ja. Das sind was man jetzt nicht sieht hier, Andreas, ist der Park and Ride, der gerade fertiggestellt wird. Genau, aber da kann man was sehen, wenn man dran vorbeifährt, und zwar im Bereich der Blitzenkirchner Straße, wo es runtergeht zur Eisenbahnüberführung. Da wird aktuell der Park and Ride Parkplatz Ost gebaut und das ist auch ein ganz wichtiges Bestandteil, nicht nur für die Ostseite, sondern auch für die Westseite. Nämlich der wird die 161 Park-and-Ride-Stellplätze, die im Westen vorhanden sind, dort ersetzen. Und die Firma arbeitet im Moment trotz des schlechten Wetters noch mit Hochdruck daran, dass er sagen wir, Ende des Monats, Anfang März, dann
fertig ist. Und dann kann ab da dann dieser P&R-Parkplatz genutzt werden. Noch eine schöne Sache, die dieser Platz dann mitliefert. Wir werden dann endlich wieder überdachte Fahrradstellplätze haben. Die sind ja im Rahmen der Gütergleisverlegung damals entfernt worden, direkt nahe des Bahnhofsgebäudes. Und jetzt kriegen wir dann 140, so wie es vorher auch vorhanden war, 140 überdachte Fahrradstellplätze. Hier dann auch wieder noch eine Besonderheit. Wir werden erstmalig dann hier in Leverkusen eine gesicherte Fahrradabstellanlage bauen. Das heißt, man bekommt als Nutzer dort für ein geringes Entgelt dann einen Zugangscode und schließt dort sein Fahrrad in einem abgegrenzten Bereich ab. Betrieben wird das durch? Das wird über eine App dann betrieben, die dann entsprechend eingerichtet wird. Und so steuern sich alle bekannten Fahrradabstellanlagen. Mittlerweile ist dann gang und gäbe, dann über die App das zu buchen. Da wird es dann feste Stellplätze geben. Man kann für einen Monat buchen, man kann für ein Jahr buchen und freie Plätze werden dann auch zur Verfügung stehen, wenn nicht alle direkt ausverkauft sind. Aber Rechtsträger ist die neue Bahnstadt oder die Wuxi? Nein, das geht in Zusammenarbeit mit der Stadt Leverkusen natürlich. Nachher ist ja hier immer alles Stadt Leverkusen im Prinzip. Die Straßen, Grünanlagen gehen dann zu den entsprechenden Fachbereichen über Stadtgrün oder TBL und so. Wir bauen ja im Namen der Stadt Leverkusen und die ist natürlich da immer auch mit drin in den Gesprächen und so ist das Ganze dann auch entstanden. Aber die Anzahl der Stellplätze ist sowohl für Pkw wie auch für Fahrräder identisch mit dem, was vorher gewesen ist. Genau. Ja? Genau. Die anderen fallen dann weg auf der Liste. Nur die Parkplätze für die Pkw, die offenen Fahrradabstellplätze an den Bügeln jetzt im Bereich der Rampe, die bleiben zusätzlich. Genau, also für Fahrräder wird es dann ein größeres Angebot geben als vorher. Nur wir haben die 140 überdachten Stellplätze, die es vorher gab, dann auch wieder hergestellt. Die sind auch auf der Seite, wo der P&R-Parkplatz Ost dann ist, oder? Genau, die sind alles im Bereich Ost und direkt angesiedelt an der Treppe hoch zur Bahnhofsbrücke. Also immer kurze Wege dann zum Bahnhof oder auch halt rüber dann nach oben. Die Polizei hat uns ja nochmal Hinweise gegeben, was wir besser machen können, den Schutz der Räder. Also Herr Schönfeld hat ja schon gesagt, gesichert, aber was uns auch nochmal wichtig ist, wir haben extra nochmal zusätzliche Leuchten platzieren lassen, damit man einen möglichst gut einsehbar hellen Ort hat, der auch jetzt, weil wir zum Teil unter der Brücke sind, kein Angst haben würde. Noch erwähnen können wir, dass wir so sukzessive dann hier auch die letzten restlichen Straßen fertigstellen. Wir haben jetzt dann wieder ein Teilstück von der Anna-Riese-Straße, was wir dann auch jetzt im März herstellen werden, weil da die Hochbauten auch jetzt abgeschlossen sind vom genossenschaftlichen Wohnen, weil wir dachten ja immer, bis dann die Hochbauten im Prinzip so abgeschlossen sind, dass sie nachher nichts mehr zerstören. Und der Pechgel wird auch bis Ende 18 alle Straßendesigngebiet betreffen, dann fertigstellen, sodass wir dann hier langsam durch sind und nur noch ein paar Restarbeiten in Bereichen von Gehwegen haben werden, plus den Anger, der halt noch zusammen mit Cube geplant wird. Das so die Aussichten für den Straßenbau auf der Ostseite. Und wo wir gerade beim Bauen sind, das ist natürlich das Bild gerade auch auf der Westseite, die ganze Baufeldfreimachung. Wir bitten Sie mal einen Blick hier zum Ende des Tisches zu finden. Was ist das Ergebnis wochenlanger Sondierung in der Feier vom Steinstraße? Da haben Sie nämlich Ausschnall, genau. Da auf dem Tisch. Genau, das Sondiereisen, dieses kurze Stück. Das war die Bombe. Das war die Bombe. Der Verdachtspunkt für die Bombe. Das war so gut wie das unter der A1. Aber methodisch ist es eben,
gibt keinen anderen Weg, als dass über diesen Weg machen, die erfassen ja Fremdkörper, metallische Fremdkörper im Boden und müssen so lange den nachgehen, bis sie den Fremdkörper gefunden haben. Wir sagen nur, wir sind froh, dass es die Stange ist. Aber bei der Erkenntnis muss man feststellen, davon haben wir noch mehrere im Damm liegen. Heute Morgen berichtete auch der Kanalbau, dass die sondieren müssen. Jetzt geht es darum, möglichst optimal, wenn wir bauen, zeitgleich auch zu sondieren, weil wir immer wieder Erdreich abschieben müssen. Das Erdreich selber ist eben durchsetzt mit metallischen Gegenständen. Das heißt, dieser schichtweise Abbau wird erforderlich, bis wir denn so weit sind, dass wir entweder gewachsenen Boden haben oder eben so weit Boden, dass der komplett delektiert werden kann. Sondieren ist ja heute modern. Ja, das sind wir beim Thema. Ne? Was nochmal für die Menschen hier in der Stadt spannend wird, wenn Eisenbahnbrücke Lützelbücher Straße abgebaut wird, abgerissen wird. Und ich denke, besonders nahegehen wird den Bahnbrücke, weil auch deren Fundamente beseitigt werden müssen, damit ein komplett planfreies Gebiet von der Freiherr vom Steinstraße hier im Westen bis hin zur Bahnhofstraße, später Europaallee im Osten. Dieses ganze Gebiet hier wird für die Bürger am fremdesten aussehen, weil die auf einmal von hier rüber gucken können. Da haben die bisher den hohen Damm. Das war schon eine Umstellung für die, als die Bäume weg waren. Aber wenn der Damm da jetzt ganz weg ist, dann wird es eine komplett freie Fläche werden, für die wir ja jetzt das Vermarktungsportal gestartet haben. Im Moment sind wir auch auf gutem Weg, den Zeitplan gut einzuhalten. Wir hoffen, den Bürger können auch planen, hier viel Staub und Lärm ersparen zu können durch den Verzicht der Brecheranlage. Das versuchen wir gerade mit dem Bauunternehmen Amat zu vereinbaren, dass direkt abgefahren wird. Das wäre natürlich hier jetzt für uns auch nochmal ein Vorteil in der Vorgehensweise, dass wir da, wo die Wohnbebauung ist, die Belastung so gering wie möglich halten können. Das passiert, kann, also wird nicht immer so erfolgreich sein, aber wir hoffen, dass wir damit auf jeden Fall die Hauptbelastung, so eine Brecheranlage ist eben verbunden mit Staub und Lärm, dass wir das vermeiden können. Das sind natürlich alles Vorbereitungen, die auf die neuen Nutzungen hinweisen, Nutzungen. Jetzt ganz aktuell natürlich auch im Bereich Wohnen, wo der Herr Lopez stark involviert ist und auch da nochmal den Stand mitteilt. Ne? Und zwar, wir haben ja letztes Jahr das Investoren-Auswahlverfahren für einen Großteil der Wohnungsbaugrundstücke auf der Westseite durchgeführt, erfolgreich abgeschlossen. Wir haben 4 Investoren gewählt, die dort insgesamt 7 Grundstücke bebauen werden. Und wir sind mittlerweile in den Vertragsverhandlungen zusammen mit den Liegenschaften. Diese Verhandlungen sind soweit fortgeschritten, dass parallel schon die Mehrfachbeauftragung für die Gestaltung der Fassaden stattfinden kann. Hier erwarten wir Ergebnisse spätestens Mitte des Jahres. Wir haben es hinbekommen, dass wir eine Parallelität der Entwürfe hinbekommen, sodass wir eine Gesamtabwicklung der Wohnbebauung an der Bahnallee bekommen. Und so auch die Abhängigkeiten der einzelnen Wohnbaufelder untereinander untersuchen können und eine Entscheidung treffen können, was für dieses Gesicht zur Bahn entscheidend sein wird. Das sieht man gut da hinten, ne? Das sind hier die Grundstücke direkt an der Bahnallee. Und wir haben schon mal von den Konzepten, die vorliegen, eine Gesamtansicht herstellen lassen und haben auch gesehen, wo noch nachgearbeitet werden muss. Und da sind wir jetzt in den Vorbereitungen eines Workshops, den wir zusammen mit den Architekten und Investoren dann durchführen werden. Und wie gesagt, Ergebnisse des
des Jahres. Ziel ist es, Baubeginn Frühjahr 2019. Die Investoren machen auch schon Druck, die wollen teilweise auch schon früher beginnen. Wir haben natürlich die Abhängigkeiten von der Baufeldfreimachung. Wir versuchen natürlich alles möglich zu machen, wenn die früher beginnen können, dass sie dann auch früher beginnen sollen. Genau, die Europaallee ist natürlich auch ein wichtiger Baustein dafür, nicht nur fürs Wohnen, sondern grundsätzlich für die Westseite eigentlich das Hauptelement in verkehrlicher Sicht, mal abgesehen vom neuen zentralen Omnibusbahnhof. Aber die Europaallee ist halt wichtig, in dem Fall als Haupterschließungsstraße, die dann hier komplett von Süden bis Norden durchläuft und dann entsprechend immer an den Anschlusspunkten an die bestehende Infrastruktur anschließt und somit halt auch hier gewährleistet, dass diese ganzen Bereiche verkehrlich erschlossen sind, weil wir keine Durchbindungen zur Neustadt von Opladen schaffen in diesem Bereich. Das geht erst los ab Zopp, da ist dann ein Durchstich zur Hütestraße vorhanden. Das heißt, der südliche ist da, wo die Brücke Fixheider Straße ist, Robert-Luhm-Straße. Genau. Der nördliche ist dann am Busbahnhof und ab da... Am Alten Zopp, genau, auf Höhe Lützenkircher Straße und im weiteren Freier von Steinstraße zum Rennbauplatz, zum nächsten Knoten. Das sind Anbindungen für Autos, aber für Fußgänger und Fahrradfahrer kann ich auch zwischenzeitlich... Fahrradfahrer sind auf der Europaallee mit dabei, Fußgänger sind nur auf der Westseite der Europaallee, weil im Osten haben wir die direkte parallele Lage zu den Gleisen und da steht auch noch unsere Lärmschutzwand, die wir auch dann jetzt in Kürze anfangen zu bauen. Da findet kein Fußgängerverkehr statt, da braucht auch kein Fußgänger zu laufen, weil hier im Osten dann daneben ist nichts, wo der ein Ziel oder eine Quelle hat. Ja, das ist alles nur auf der Westseite. Aber Sie können von dem Bürgersteig in die Siedlung reingehen. Ja. Sie können nicht reinfahren, aber ja, Sie können reingehen. Fußtechnisch und Radfahrtechnisch werden wir auch hier an den Stellen Verknüpfungspunkte hoch haben zur Friedrich-List-Straße bzw. Wilhelmstraße, Karlstraße, Adalbertstraße. Nur durch die differente Höhenlage und so kriegen wir das für den motorisierten Verkehr nicht gewährleistet. Ist auch überhaupt gar nicht erforderlich. Wir müssen hier an der Stelle nur die Erschließung der neuen Wohnbebauung sicherstellen und das funktioniert über die Europaallee. Der angenehmere Weg ist ja ohnehin dann der in dem grünen Band, was sich da ergibt. Ne? Ja, genau, das ist auch nochmal angenehm zu laufen. Wir haben ja für Fußgänger, Radfahrer zweierlei Möglichkeiten. Einmal die schnelle Verbindung für den Radfahrer über die Europaallee. Er darf da fahren. Wir haben entsprechende Querschnitte vorgesehen und wir werden ja auch nochmal auf der rückliegenden Seite der neuen Bebauung unser grünes Band durchbinden, wo auch noch mal eine Fußgänger- und Radfahrachse entstehen wird. Im Grünen im Prinzip mit Offenheitsqualität, mit Spielbereichen und so weiter. Also Europaallee, wichtiger Bestandteil, wird dieses Jahr begonnen, allerdings nicht in Gänze. Wir müssen es in mehreren Abschnitten herstellen. Wir werden im Süden mit der freien Strecke bauen bis hinter die Bahnhofsbrücke. So, wir werden enden auf Höhe der Rampe, der Fahrradrampe. Gleichzeitig wird hergestellt hier unten der ovale Kreisverkehr, der wahrscheinlich auch kennt. Der wird hier hergestellt und dann haben wir dieses Teilstück Bahnallee. Jetzt habe ich hier das böse Wort Bahnallee benutzt, was der Herr Hupes gerade auch schon die ganze Zeit gesagt hat. Normalerweise sage ich am Anfang immer, wenn ich Bahnallee sage, heißt das für Sie Europaallee. Weil es war lange, lange unser Arbeitstitel, neue Bahnallee, nachher war es dann nur die Bahnallee. Und jetzt heißt es ja fix Europaallee und die Bahnallee, die besteht, die wird natürlich auch hier bleiben. Also wir reden über die Europaallee. So. Jetzt habe ich ein bisschen Faden verloren. Was wollte ich eigentlich sagen? Wir haben einen ovalen Kreis da unten. Genau, der wird gebaut, der ovale Kreisverkehr. Und dann haben wir hier so die erste Erschließungsmöglichkeit
für nämlich eben diese Bauvorhaben, die der Herr Lopez dann auch vorhin angesprochen hat, dass die dann Anfang 19 auch wirklich da ihre Baufelder erreichen können. Speziell hier auch von Süden aus, das ist, glaube ich, ganz gut, weil dann fahren die Fahrzeuge nicht überall durch Opladen. Ne? Ist natürlich nicht auszuschließen, dass auch welche aus Richtung Berliner Platz dann hier ins Zielgebiet kommen. Aber die Bahnallee, Europaallee, steht dann erstmal so grob für die Baustellenverkehre zur Verfügung. Und wir werden sie nachher dann auch als Umleitungsstrecke bzw. neue Strecke schon so ein bisschen nutzen können für den Individualverkehr. Das wird dann ein bisschen. Genau, wir werden diesen Abschnitt herstellen von Süden bis hin hinter die Bahnhofsbrücke, werden eine Querverbindung zur Freie-von-Stein-Straße herstellen. Und die ist ganz wichtig. Wir haben ja noch jede Menge Bauvorhaben hier. Der neue zentrale Omnibusbahnhof muss hier an dieser Stelle gebaut werden. Darüber schaffen wir ein freies Baufeld und eine schnelle Bauzeit für den ZOB. Weil die Verkehre können dann hier oben umgeleitet werden. Ist jetzt schwer alles zu erklären. Da hatten wir uns auch nochmal extra Termine für überlegt, dass wir das dann nochmal gesondert vorstellen. Jetzt schon Endtermin sozusagen, wir sagen, dann haben wir fertig? Wir fangen im März an, sind Ende des Jahres mit diesem Bauabschnitt fertig. Europaallee inklusive Lärmschutzwand. Danach werden die Bautätigkeiten gewechselt, konzentrieren sich auf den neuen ZOB. Ist der ZOB fertig, dann können wir die Europaallee auch fertigstellen. Oder wir sind jetzt nochmal in der Überlegung, das nochmal ein bisschen mehr zu komprimieren, um da auch schneller fertig zu sein und hier oben das Ganze entwickeln zu können. Also es passiert auf jeden Fall etwas und wir werden dann, gleich bei Ende des Jahres, werden wir dann im Opladen selber angekommen sein. Dann merkt man auf der Westseite auch, dass das was anders ist. Weil jetzt im Moment haben wir immer nur in einem freien Baufeld, wo kein Leben und kein Verkehr stattfindet, gearbeitet mit der Baufeldfreimachung. Hier steht es ja auch, wir haben jetzt für die Europaallee vorgearbeitet, die Hotspots beseitigt. Frau Rottes macht jetzt da gerade die andere Baufeldfreimachung für den Wohnbereich und Werbebereich. Und das ist also an Opladen erstmal spurlos vorbeigegangen. Und irgendwann sind wir dann halt in der vorhandenen Infrastruktur und überlegen uns da Lösungen, damit auch alles weiter läuft. Ja. Jetzt kommen wir zum Grün. Ich habe gesagt, es wird ja die längste Allee, die wir in Leverkusen haben. Es wird ja wirklich eine Allee mit Bäumen beidseitig. Es werden Eichen gepflanzt. Den Auftrag haben wir gerade freigegeben. Das wird baubegleitend hier schon gepflanzt. Das war ja nochmal ein wichtiges Versprechen, was wir gegeben hatten. Und was auch wichtig ist, dass die Lärmschutzwand begrünt wird. Also, dass wir nicht, wir sind ja leitgeprüft. Alles, was wir hier bauen, wird ja sofort eingesprüht. Von daher haben wir von Anfang an auch auf Wunsch des Aufsichtsrates Modelle geprüft, wie können wir eine Lärmschutzwand begrünen. Das ist gar nicht so leicht, die müssen ja revisionierbar bleiben. Also regelmäßig muss TBL prüfen, sind sie noch standsicher. Und deshalb wird sie jetzt mit Wein gepflanzt. Finde ich aber auch schön. Dann bin ich beim Grün. Gut, dass wir das Flugbild hier noch hängen haben. Das ist ja unsere bekannte Campusbrücke. Wir haben hier immer noch das Provisorium stehen mit dem Teil, was wiederverwendet wird. Das ist, wenn man außen ist, das Teil, was auch Patinstahl aufweist. Und das müssen wir umbauen. Wir werden im Frühjahr diesen Teil komplett abbauen bis dahin und werden hier an der Stelle einen Treppenabgang bauen. Der ist auch nochmal provisorisch, aber da sind wir ja ein ganzes Stück niedriger, weil im Februar, März werden wir das letzte Stück hier drehen. Das haben wir ja immer erläutert. Das letzte Widerlager, das hat so eine komische Form, weil wir werden die Brücke drehen und es niedriger einlegen.
Dann können wir, das sind so ungefähr 2,5 Meter Unterschied schon, das heißt, dann werden wir von da ab nochmal einen Abgang haben und dafür werden wir dann einen Abgang haben, wo wir eine fußläufige Verbindung zur, hier ist schon Bahnallee, alte Bahnallee herstellen und dann wird gebaut der Brückenpark. Ich habe mal dieses Bild genommen, das Teil, was aus Cortenstahl ist, das findet hier seine Wiederverwendung im Rücken des Brückenparks. Wir würden jetzt gucken auf die Europaallee. Und hinten erkennt man denn, haben wir eine Fläche mit Tribüne und oben das Brückenteil aus Cortenstahl, das legen wir hier oben drauf und würden dann von dem Punkt aus über Rampen runterkommen in den Brückenpark. Hier ist die Ansicht denn mal rüber zur alten Bahnallee, also hier rüber. Das ist hier die Sitzanlage, hier ist jetzt das alte Brückenteil und diese Maßnahme wird im Frühjahr begonnen. Also unser größtes Ziel ist auch, dass wir alles, auch hier diese Grünverbindung in dem Bereich, das ist ja Henkelmännchenplätzchen hier, bis zum Brückenpark, dass wir das auch dieses Jahr fertigstellen. Gerodet ist, das haben alle mitbekommen jetzt, wir pflanzen neu, wir pflanzen standortgerechtes Gehölz und was uns die Umweltverbände auf den Weg gegeben hat, noch viel zu tun für die Bienen, für die Vögel. Wir suchen also mit unserem Fachbereich Grün Pflanzen schwerpunktmäßig aus, die geeignet sind, als Nahrung für Insekten zu dienen, weil eben das Thema Insekten, Vögel, auch schwerpunktmäßig bei uns in die Planung eingeflossen ist und auch die Beleuchtung jetzt immer so sein, sie muss insektenfreundlich sein. Also man merkt auch bei uns an der Planung, dass wir uns umstellen und auch viel stärker nochmal mehr als hier Rücksicht darauf nehmen. Würde mich freuen, wenn das in diesem Jahr fertig ist, weil das wäre wirklich die Verbesserung für die Menschen in der alten Bahnersiedlung, dass die eine Neubepflanzung bekommen und dass es diese Durchgängigkeit gibt. Im Moment haben wir ja nur Böschung, man kommt ja nicht rauf und runter, sondern dass es da die Verbindung gibt. Die Eichen sind wie groß? Wenn wir die pflanzen, also wir dürfen pflanzen mit einem Durchmesser 20, Umfang, nicht Durchmesser, Umfang 20 bis 25 cm, damit sie wieder gut anpflanzen. Wir nehmen aber das Maximale, was möglich ist. Also das ist auch ein Wunsch aus dem Aufsichtsrat, so hohe vorgezogene Bäume zu nehmen. Die werden ja so vorgezogen, dass wir schon den Standort gewechselt haben, dass wir so groß wie möglich die Bäume hier unterbringen. Das heißt, was muss ich mir vorstellen? 2 Meter, 3 Meter, 4 Meter, 5 Meter? Ja, doch das hier in der Erinnerung. Ne? Also die sind jetzt hier, sind 12 gepflanzt, waren die sind 4 Jahre. 5 Meter. Aber sozusagen die ein Stück kleiner, das würde denn die Sumpfeiche. Der Baum selber ist in dem Rücken, aber das ist eine Eiche, die hier gepflanzt wird. Ja, das klingt erstmal ganz komisch, weil man denkt, okay, man ist in so einem, aber dieser Baum hat eine besondere Standortgunst im alten Schotter- und Kiesuntergrund. Und die haben wir hier. Wir haben Kies, jede Menge, sandige Böden und das ist das Ideale für die Eiche. Gut. Jetzt aber Michaela. Genau. Da würde ich jetzt zur Öffentlichkeitsarbeit kommen. Und zwar ist das für dieses Jahr so geplant, also Sie kennen alle die öffentlichen Führungen, die wir hier von Mitte März bis Oktober anbieten, von Montags bis Freitags. Und die werden natürlich dieses Jahr auch wieder stattfinden. Die Termine werden jetzt in den kommenden Tagen auf unserer Homepage bekannt gegeben. Und da wird natürlich dann immer ein Experte von der NBSO GmbH zur Verfügung stehen, sodass dann gezielte Fragen zu dem Bauvorhaben direkt von den Bürgerinnen und Bürgern gestellt werden können und natürlich auch beantwortet werden. Und dann haben wir natürlich auch wieder, wie sonst auch schon, der Bahnstadtmittwoch, der jeden ersten Mittwoch im Monat stattfindet.
An diesen ja, bestimmten Terminen werden besonders wichtige Themen erörtert und an diesem Abend oder in diesem Zeitraum sind dann auch Experten der NWSO vor Ort und erläutern dann alle bestimmten Themen, präsentieren die und gehen auch nochmal ganz gezielt auf alle Fragen der Bürgerinnen und Bürger ein. Ja, dann haben wir auch noch die Messe Polis in Düsseldorf. Am 25. und 26. April wird die stattfinden und da ist die NWSO GmbH auch vertreten, um möglichst einer großen Öffentlichkeit die Bauvorhaben zu präsentieren. Und dann geht es auch direkt schon weiter im Mai, und zwar am 5.5.2018 haben wir den Tag der Städtebauförderung. Und an diesem Samstag werden wir auch hier wieder auf dem Gelände Führungen anbieten. Und da kann natürlich auch wieder jeder kommen, der möchte, der interessiert ist, der Fragen hat. Und dann wird natürlich hier auch wieder das Gelände gezeigt. Ist das dann mit dem Ehrenamtstag verbunden oder ist das ein Gesondertag? Nein, das kommt noch. Kommt noch, Entschuldigung. Das kommt jetzt. Und zwar ein ganz wichtiger Termin, den Sie sich alle fest aufschreiben sollten. Und zwar ist das der 2. September 2018. Da feiern wir hier ganz groß unser Brückenfest, unsere 10 Jahre. Wir haben ja Geburtstag. Und das machen wir dann eben auch zusammen in Verbindung mit der Ehrenamtsbörse. Und da wird natürlich auch noch sehr viel mehr geplant. Wir sind aktuell gerade in der Planung, also gehen alles durch, was veranstaltet wird. Es wird natürlich ein großer, langer Tag von 12 bis 17 Uhr, an dem wir ein buntes Potpourri an Freude den Bürgerinnen und Bürgern und alle, die Interesse haben, hier hinzukommen, bieten werden. Genau. Das wäre zum Thema der Öffentlichkeitsarbeit bzw. der Pressearbeit zu sagen. Und ich hoffe, Sie kommen alle am 2. September. Sind noch irgendwie Fragen? Ja, ganz zu Anfang, Sie haben heute ein bisschen 10-Jahres-Rückblick gedanklich. Ganz zu Anfang war die Rede von 3 Brücken. Da, wo früher die Wackelbrücke, Henkelmannbrückchen war, dann hieß es, okay, die bauen wir nur, wenn wir auch Geld haben. Jetzt hat der Hebbel vorhin gesagt, wir sind ja total toll, wir haben alles in time, in price gemacht. Bauen wir jetzt die 3. Brücke? Oder? Also die 3. Brücke ist ja vorbereitet in der Form, dass da eine Rampe geschüttet ist am Sängerheim. Diese Rampe kann, wenn wir die Brücke verkehrstechnisch brauchen, sofort genutzt werden für eine Auffahrt auf die Brücke. Die Brücke ist im Augenblick nicht geplant und finanziert. Sie ist planerisch vorbereitet und in den Plänen auch weiterhin gezeichnet als Möglichkeit. Aber man muss natürlich einmal sehen, dass wir diese Brücke als Stadtgeberin selber bezahlen müssen, wenn wir sie haben wollen. Und wir haben in der Wilhelmstraße das natürlich auch mit einem Stress zu tun, in das man nicht beliebig große Verkehrsmengen noch hineinbringen könnte. Also selbst wenn wir da eine Brücke hätten, wäre das eine mit einer kleinen ergänzenden Funktion. Aber das wäre kein Hauptleistungsträger im Individualverkehr. Deswegen haben wir die im Augenblick nicht geplant und nicht gebaut, aber sie wäre möglich. So, da haben wir schon für gesorgt und sie würde dann auch im Sinne einer Brückenfamilie ein ähnliches Gesicht haben wie die Bahnhofsbrücke und die Campusbrücke. Bei der Entscheidung für die Brücken in dieser Form, mit diesem Aussehen, haben wir ja gesagt, wir wollen hier keinen Brückensalat, sondern eine Brückenfamilie. Wenn dann noch das 3. Familienmitglied hinzukommt, dann wird das vom Gesicht her dann auch so ähnlich aussehen. Aber im Augenblick, wenn wir die Verkehre so hinkriegen, muss man nicht unbedingt an der Stelle eine Brücke bauen, die dann in der Wilhelmstraße auch nicht ohne Probleme wäre. Das heißt, auch von Süden sozusagen kann ich ja im Grunde auf die Ostseite gar nicht so richtig kommen. Ne? Ja, ich kann die Fixheiderstraße benutzen. Ja, dann bin ich aber auf der Westseite. Dann komme ich nicht sozusagen östlich Von West nach Ost. Also ich muss sozusagen über Quettingen entweder so. Die Fixheiderstraße oder die Lützenkircher Straße. Die Lützenkircher Straße wird ja durch den neuen Kreisel nicht mehr beampelt sein. Schönfeld, Sie sagen, wenn ich was Dummes sage,
dadurch wird da der Durchlass natürlich verbessert, was natürlich auch höhere Verkehrsmengen zur Folge hat, aber eben auch einen besseren Fluss. Wir werden damit auch eine Entlastung kriegen für den Kreisel, den wir jetzt beschlossen haben, Stauffenbergstraße, Rennbaumstraße. Wenn wir da ein paar Verkehrsmengen unterbringen können, dann werden die da oben nicht sein und werden damit also auch den Stau an der Stelle etwas. Ja, aber ich meine, ich kann jetzt nicht von hier Ich komme nicht quasi, wenn ich die Abkürzung will, ich will jetzt mal da unten zu der Hilfe nach Hause, dann kann ich nicht quer durch die Bahnsteig. Nee, das sollen sie auch nicht. Sie sollen dann die vierspurige Fixeiderstraße benutzen. Ne? Oder eben ja, die Fixeiderstraße. Da verbessert sich also jetzt im Sinne von schnellerem Durchfluss nichts, aber man will ja auch keine Verkehrsmengen irgendwo reinbringen, wo sie nicht hingehören. Ich höre schon immer die Kritik, die Werkstättenstraße, boah, da ist ja jetzt ein Verkehr, das stimmt auch. Wenn man mal beim Star Wars sitzt und guckt, da fahren die Linienbusse, der Upsi, die fahren zu ihrem Einsatzort am Busbahnhof oder auch zurück, fahren die gar nicht mehr in Lützke Straße, Feldstraße, sondern die fahren die Werkstättenstraße. Insofern haben wir ja da schon jetzt. Diese Verkehre haben wir aber auch immer mit berücksichtigt. Ja, die Straße ist auch leistungsfähig. Das ist ja unsere Haupterschließung für Ost. Damit ist die Feldstraße etwas entlastet. Aber an Durchlass West nach Ost ändert sich von der Fixheimerstraße bis zur Lützenkircher Straße also nichts. Da kommt nichts hinzu. Das wäre dann mit dem Brückchen da. Mit der Wilhelmstraße. Das wäre auch keine Riesenverkehrsmenge, die man da aufbringen kann, wenn man ehrlich ist. Also das ist. Kann man natürlich machen, dann fahren da auch ein paar Autos her. Wenn es denn klemmen sollte, kann man das auch immer noch machen, aber für den Augenblick kann man es jetzt nicht vorsehen. Das Verkehrskonzept ist ja auch für die Lösung so durchgerechnet und zeigt, dass es funktioniert. Und, die Verknüpfungspunkte sind halt im Prinzip so wie vorher auch zwischen Obladen, Ostquettingen und Obladen West, die bleiben so bestehen, wie sie jetzt auch sind. Ein paar Änderungen, wie der Herr Wills gesagt hat, werden halt auftreten, dass wir hier keine Lichtsignalanlage mehr haben, sondern den Kreisverkehr und somit auch das, im Prinzip das Linksabbiegen in die Lützenkircher Straße an der Stelle dann haben. Und hier an der Stelle ist dann der besagte Begegnungsverkehr möglich, es ist keine Steuerung mehr mit Lichtsignalanlagen möglich. Das war jetzt immer durch die beengte Lage zwischen Bahnhofstraße und Lützenkircher Straße und den Abbiegenbeziehungen musste das Lichtsignal technisch gesteuert werden, weil man beim Abbiegen in den Gegenverkehr zwangsweise fahren muss, insbesondere größere Fahrzeuge. Nachher laufen die aneinander da vorbei, so wie es früher mal war. Ich weiß nicht, vor dem Bau ZOB. Das ist eine Weile her. Man hat damals das etwas erweitert, bin ich damals auch davon ausgegangen, jetzt wird nicht mehr beampelt, aber es wurde dann trotzdem beampelt, weil im Begegnungsverkehr das mit den Bussen dann ganz schwierig war, im Abbiegen und so. Aber nochmal zur Wilhelmstraße. Der Verkehr, der da dann abgewickelt wurde, der würde ja letzten Endes auf der Kölner Straße landen und dann nach Süden auch wieder im bekannten System. Und er würde nach Osten auch auf der Schlettinger Straße landen, genau wie der Verkehr, wenn ich die vierspurige Fixeiner Straße. Es ist nicht möglich, die Europaallee direkt anzuschließen. Das funktioniert nicht durch die Höhenlage und die Enge zum Gleis und so. Da müsste man ja dann Rampenbauwerke und Ohren und solche Geschichten, wie wir es halt von den Autobahnanschlüssen oder halt hier Beispiel ein Obladenanschluss. Autobahn an die Fixheider Straße, dann wird ja dann über Tangenten und Ohren, so wie man sagt, in der Fachsprache abgewickelt und sowas müsste dann hier auch hergestellt werden. Hat in der Stadt nichts zu suchen und ist auch kein Platz für. Und wenn man das nicht nur für Autos macht, sondern nur noch für Fahrrad- und Fußgängerverkehr? Ja, für die Radfahrer wird es dann auch wieder ganz, ganz kritisch, weil da müssen wir wieder die 6% einhalten. Weil da muss es auch behindertengerecht sein, dann werden die Rampen noch viel, viel länger und wir bauen uns dann da Konstrukt, was man an der Stelle nicht braucht. Und ja, für auch wir haben ja auch hier zu kommen. Ne? Ja, ja. Sonst nicht so viel. Zur Wilhelmstraße ist ja nicht nötig. Ne? Dann
Aber dann, die haben wir ja angeschlossen. Die kommen dann auch sofort. An der Campusbrücke kommen die ja auf die Europaallee. An der Bahnhofsbrücke auch. Nicht nochmal. Also die Grund, 50 Meter weiter. Über Bahnhofsbrücke und Campusbrücke den Netzschluss zum regionalen Radwegenetz hinzubekommen. Das haben wir mit Herrn Düring geplant. Und die sozusagen auf schnellen Wege die Querung brauchen, das ist sichergestellt, dass wir die auch durchführen können. Irgendwann muss man nochmal gucken, ob man unten am Silbersee was macht, aber das, was unser Gelände betrifft, ist auch wirklich so umgesetzt worden. Aber die Fixheider Straße ist ja auch noch da. Mit dem heute komme ich ja auch hier hoch. Ich fahre ja heute hier beim Bender, fahre ich die Rampe hoch, fahre hier runter und habe hier ist ja die Quettinger Straße abgebunden, wenn die hier so rum, aber mit dem Fahrrad komme ich ja hier durch. Da sind auch die Rampen. Ja. Das ist jetzt ein bisschen besser noch geworden, weil wir die Rampe hier zum Bender hoch ja ertüchtigt haben. Da habe ich mehr Platz auch für den Fahrradbau und ich bin echt, also wenn ich hier von unserem Magazin rüberfahre, das bin ich mittlerweile in 10 Minuten, bin ich hier unten. Das geht gut. Also Fahrradfahrer, finde ich, haben wir jetzt viel für getan auch. Nochmal zum Thema Wohnungsbau. Sie haben ja immer die vier Investoren, die da zum Zuge kommen. Welche sind das denn jetzt? Die dürfen wir noch nicht benennen, weil noch Kaufvertragsverhandlungen stattfinden. Sobald Kaufverträge abgeschlossen sind, dürfen wir die benennen. Das sind aber nicht die hiesigen großen Baugesellschaften, ne? Die kommen ja jetzt von außen. Nee, aber anfangs war ich ein bisschen geknickt, weil ich dachte, es geht sozusagen alles raus. Aber wir haben wirklich große, erfahrene Wohnungsunternehmen, die auch Erfahrung haben, in solchen Situationen mit dem Lärmschutz zu bauen. Und was ich gut finde, also dass sie da Erfahrung haben. Und was ich gut finde, dass wir wirklich richtig gute Architekten haben. Wir haben das gemerkt jetzt auch im Vorfeld, als wir die Absprache zum Workshop durchgeführt haben, wo wir gedacht haben, setzen sich die Architekten alle mit uns an einen Tisch und werden die Entwürfe gegenseitig hier immer kritisch analysiert. Aber da merkt man so das Standing auch. Dass sie sagen, dass sie das einen richtig guten Weg finden, die alle Entwürfe nochmal zu qualifizieren und anzupassen, damit das Gesicht zur Bahn stimmig wird. Die externen Wohnungsunternehmen bringen die natürlich mit. Und das sind wirklich auch Architekturbüros, die gute Preise gewonnen haben. Ne? Die sind auch sehr engagiert dabei, das wollte ich wirklich sagen. Also ich bin wirklich begeistert. Ja. Das war ja so ein bisschen die Kritik, die da so aus der Ecke Bürgerliste kam. Das war ja nach dem Motto, ihr baut da eine bewohnte Lärmschutzhalle. Und das darf es natürlich nicht sein, da muss natürlich auch eine gewisse Qualität haben. Ja, das muss sein. Von den Architekten selber kam ja auch der Vorschlag, einmal alle Entwürfe nebeneinander zu legen. Das haben die Architekten auch auf eigene Kosten gemacht. Den Gesamtschnitt von der Europaallee und wo alle erkannt haben, wo nachgebessert werden muss. Und das wird wirklich eine ordentliche Front. Was ich gut fände, wenn man noch ein bisschen mehr Grün, also Fassadengrün reinbekäme, da würde ich jetzt nochmal mit stärker achten. Weil wir selber im Straßenbau haben wir jetzt die Eichen. Ich fände es gut, wenn es sich noch stärker auch im Fassadenbild widerspiegeln würde. Wenn Sie mal mit der Bahn in die Großstadt reinfahren, dann ist der Anblick so, dass jeder von uns sagt, da möchte ich aber nicht wohnen. Das wird hier anders. Das wird hier anders werden. Ne? Hallo, das kann man so sagen. Ne? Ja. Professor Jahn hat da von Anfang an auch immer großen Wert drauf gelegt und hat uns auf den Pfad geführt. Das muss man auch sagen. Wann können wir rechnen, dass diese Veränderungen vorgestellt werden? Hatte ich ja gesagt, spätestens Mitte des Jahres. Dann sind wir auch mit den Kaufvertragsverhandlungen, denke ich, mal durch. Vielleicht machen wir mit allen ein Gespräch hier, dass wir alle ihre Entwürfe vorstellen. Ja. Vielleicht machen wir das wirklich mal. Ja. Weil das interessiert natürlich die Bürger. Wie sieht das da aus zukünftig? Ne? Ja. Aber das nehmen wir uns vor. Ja. Wir haben natürlich ein generelles Konflikt beim Wohnungsbau in einem kleinen Stadtgebiet. Ich sage immer, wir sind so groß wie der Hamburger Hafen. Mehr sind wir nicht, haben wir nicht an Fläche. Geht man in die Länder, in die Landschaftsländer, oder versucht man irgendwo
im Innenbereich was zu machen. Das ist ein Konflikt, den werden wir in den nächsten Jahren immer wieder haben. Und wir müssen, es gibt ja eigentlich schon eine gewisse Vorrangstellung für ein solches Gebiet, stadtnah auch dann Wohnungsbau zu schaffen mit kurzen Wegen, mit wenig Verkehrsbewegung. Man kann nur Ende oder weder, ne? Also alles kann man nicht haben. Oder man geht in die Landschaftsränder, die dann immer mehr ausfranzen. Das wollen wir eigentlich auch alle nicht, ob wir grün sind oder schwarz. Die Bahnstadt hat sich immer auch als Projekt betrachtet. Jetzt haben sie 10-jähriges Jubiläum dieses Jahr, jetzt haben sie das 11. Jahr vorgestellt. Wann ist das Endjahr? Ja, kann ich Ihnen sagen, wir haben eine Kostenfinanzierungsübersicht bis 2020 und haben den Ehrgeiz, den öffentlichen Raum, also alle Straßen, alles was grün ist, Fertigstellung, Brücke, das bis Ende des 2020 fertig zu bekommen. Natürlich wird es dann noch Bautätigkeiten von privater Seite sehen, das merkt man ja auch hier. Die ziehen denn nach. Das wird auf jeden Fall das Jahr 2022 noch umfassen. Beim Bahnhofsquartier kann das auch durchaus nochmal ein Jahr mehr werden. Ne? Aber Baustart werden wir bis 2020 überall haben. Man wird dann 2022 den Hauptteil auch der privaten Baumaßnahmen fertiggestellt haben. Beim Bahnhofsquartier möglicherweise nochmal ein Jahr dran werden. Ne? Aber die öffentliche Infrastruktur wird 2020 fertiggestellt sein. Also ungefähr dann. Macht denn dann die NWR so und so? Oder? Ja, die Gesellschaft sollte eigentlich im Jahr 2020 aufgebaut werden. Und Frau Rottes geht dann in den. Die wird wahrscheinlich dann hier und vor den Ruhestand antreten. Wir sind damit etwas besser als der BER, was die Zeitabläufe angeht. Aber die Gesellschaft wird auf jeden Fall bis 2022 mit diesen Aufgaben beschäftigt sein, noch, weil wir die privaten Maßnahmen noch begleiten und die Bewilligungsbescheide formell auch bis 2022 laufen. Ob danach andere Aufgaben wahrgenommen werden. Ich glaube, das ist Sache der Stadt, das zu überlegen, wie das organisiert werden kann. Wir haben Marschrichtung vorgegeben, guckt, dass ihr eure Planung vernünftig umsetzt und das ist unser Hauptziel, da konzentrieren wir uns drauf, dass wir das wirklich auch gut machen. Anschließend geht das nahtlos über in neues City Wiesdorf. Man kann den Gesellschaftszweck erweitern, das ist Sache der Stadt dann. Das zu machen oder auch nicht. Ne? Das ist dann eine politische Entscheidung. Das ist ein NCW, ne? Frau Rottes, da ist nichts mit Rente, ne? Doch. Die Frage haben wir auch schon oft diskutiert, aber sie ist da sehr hart, glaube ich. Frau Leckmann, Seelen. Ja, klar, Seelen ist auch schön. Ja, nein. Frau Rottes, Seelen Sie auch noch ein bisschen. Vielen, vielen Dank, dass Sie gekommen sind, dass Sie sich so alles so angehört haben. Wie gesagt, wir haben, glaube ich, noch nie die Michaela so eine lange Pressemitteilung geschrieben. Ja. Aber wir haben gedacht, jetzt stellen wir alles zusammen, was wir wissen. Und Sie haben alles das an Kenntnis bekommen, was hier auf dem Gelände ist und was auch aktuell ist. Eine gute Übersicht, das ist noch. Sehr gerne. Ja.